Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf dem PC hier auf der Obertal. Ja, mit Höchstgeschwindigkeit zurück zum Holzwerk, um nochmal Leerpaletten zu holen. Ja, wenn wir oben auf die Ingame-Uhr gucken, ist es 10 Uhr. Ne? Eigentlich könnten wir schon mal eine leichte Prognose, sag ich mal, wagen. Gucken wir nochmal in unseren Drescher. Heute früh hat man ja gegen 8 Uhr, möchte ich meinen, war es, oder 8 Uhr, 15, was weiß ich. Hat man ja 25% gemessen, jetzt sind es 24. Wahnsinnig 1% gefallen. Das würde ja heißen, wenn es nochmal 2 Stunden dauert pro Prozent, dauert es nochmal 8 Stunden. Da haben wir es 18 Uhr, da wird es dunkel. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Zu Recht. So, hier können wir höchstens noch was auskippen, oder? Da passt nichts rein, ne? Wie sieht es denn überhaupt generell bei den Tieren aus? Achso, wir mussten sauber machen, ne? Wir brauchen auch zwingend Wasser. Ich hoffe mal, die kriegen welches. Aber sauber müssen wir überall machen. Das werden wir auch jetzt gleich mal machen, noch in dieser Folge. Den hier schicken wir mal zum Pferdehoflager beladen. Dann schnappen wir uns hier drüben gleich mal einen Radlader. Das war natürlich jetzt äußerst ungünstig, ne? Daher das, was dort hinten liegt, noch nicht mehr wegkriegen. Ne? Wir holen wir noch mal her hier. Na, schaffen wir das bis da hoch? Oh, gerade so. Ja, mit. Ja, die Kollision stimmt nicht, würde ich sagen. Das ist die Kollision, die der Hänger mit Aufbau hat, ne? Bin ich noch nicht ausgekippt. Das ist ja auch ein Kandidat fürs Verkaufen dann, ne? Das ist schlecht. Dann müssen wir es halt hier im Radlader drin lassen. Ja, unser Kalkstreuer müsste aufgetankt werden. Haben wir den ohne Sprit losgeschickt oder was? Machen wir mit denen hier gleich weiter. Hätten wir unten auch so eng gebraucht, ja, könnte man noch ausfahren, geht auch unten bei denen nicht, ne?
Der ist tanken gefahren. Also das funktioniert erstmal. Ich habe mir jetzt gewundert beim Durchschalten, was wollte er an der Tankstelle? Aber dann wird sicherlich unser Kalkstreuer auch tanken fahren irgendwann. Und wie man sieht, er macht natürlich seine Tour ganz sauber weiter. Also es ist richtig toll, was da in Autodrive eingebaut wurde, kann ich nur so sagen. Ne? Er müsste jetzt nur noch bei der Werkstatt vorbeifahren, das wäre natürlich clever. So, hier wollte ich hin. Können wir hier gleich nochmal einen Besen nehmen und dann bei den Kühen nochmal durchkehren. Dann hätten wir die Tiere erstmal alle sauber. Hatten wir so komisch hingestellt hier den Besen. Reicht schon. Also unser Kalkstreuer müsste auch fast fertig sein. Da brauchen wir... Na, schafft das der Besen noch? Wie soll man noch einen Stiel abbrechen hier? So, schauen wir doch hier an der Seite. So, da ist er theoretisch fertig. Wie wir sehen, unser Kalkstreuer. So, ergebnistechnisch hoffe ich mal, dass das auch zufriedenstellend ist. Jawohl. Dann werden wir auf der 21 weiter kalken. Und dann schicken wir ihn erstmal dorthin. Hier müssen wir erstmal den erstmal entlassen. So, ihn sagt man jetzt, er soll zur 21 fahren. Er wird sich, ja, bei 80% weiß ich nicht, ob er sich Kalk holt. Aber ich vermute mal, oder ich hoffe mal, dass er sich Diesel holt. Er fährt erstmal Kalk beladen. Oder ist noch nicht genug, noch zu viel Diesel drin für Autodrive? Das weiß ich natürlich nicht. Gut, müssen wir gucken. Wenn nicht, müssen wir dann nochmal schicken zum Aufladen. So, ihn hier können wir rausnehmen. Der kann hier stehen bleiben. Beziehungsweise wie viel Schweinefutter ist denn oben drin im Schweinestall? Ja, ein bisschen was geht rein. Wir werden es noch hoch schaffen hier am Berg. Ja, fast wie auf Felsbrunnen hier. Na ja, gut, wir haben auch 20 Tonnen hinten dran oder 20.000 Liter. Ja, die große Frage ist natürlich, wenn wir wirklich häckseln wollen, was machen wir mit dem Häckselgut? Jetzt noch Kurse einzufahren, dass wir unter BGA abgeben können. Oder das Silo dort vernünftig beliefern, ich glaube, das schaffen wir nicht.
Da ist der Tag rum. Meine, gut, wir könnten jetzt die Zeit auf 1 stellen. Ja, geht alles. So, ja, können wir da runterfahren und dort warten. Das wird da alles gehen, das ist alles richtig. Aber wir wollen hier bei unserem Projekt mal weitermachen, Baustelle sozusagen. So, wo schmeißen wir die hin? Am besten hier drüben hin mal, ne? Die werden wir schon irgendwie aufgeladen kriegen dann. So, die Reihen hier drüben müssen auch noch mit weg. Dann sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus vom Platz her. Aber wir sollten unten anfangen, das wird ja sowieso nichts, was ich vorhabe. Halben Meter stehen lassen. Ja, wir fahren uns hier bloß noch fest. Den einen da oben, den werden wir noch machen. Dann werden wir noch mal zu unserem LKW gucken in die Lebensmittelfabrik, dass der dort die letzte Ladung Paletten fährt. Oder beziehungsweise den Reibekuchen noch fortfährt. Das stand ja noch an mit. Dann
Ja, dann müssen wir uns überlegen, was wir machen wollen. Um 10 hat man 24%. Also wenn wir jetzt 22% hätten, würde ich sagen, warten. Und dann hätten wir noch eine Chance, dass es trocken wird. Müsste so 14 Uhr dann sowas dran geblieben. Da könnte es dann so gegen 14 Uhr richtig trocken werden. Das ab. Aber ansonsten, wenn wir immer noch bei 23%, meine gut, da sind wir noch nichts Gebessertes dann. Also ich denke mal, wenn wir es wirklich häckseln, das Sinnvollste ist eigentlich Abfahrer einstellen und erstmal Wurfsilo fahren. Futtersilo müsste der Häcksel gut mit reinpassen. So ganz auf dem Feld stehen lassen. Wir haben gar nichts davon, das ist natürlich auch schlecht. So, ja, unser Mikado-Türmchen wächst wieder. Hier können wir erstmal nicht weitermachen. Da brauchen wir. So, wir werden jetzt erstmal Lebensmittelfabrik. Da müsste ja theoretisch hier ein LKW stehen. Boah, dieses Knatschi ist auch schon wieder fast voll. Da haben wir schon hier wieder viel zu viel Zeit vergeudet. Könnten wir einen permanenten Abfahrer nur von der Lebensmittelfabrik haben. Gut. Rohstoffe werden zur Neige gehen. So, jetzt gucken wir mal, wo wir Reibekuchen hinfahren. Und zwar, wenn sich nichts geändert hat. Ach doch, jetzt kriegt's Aldi. Aber beim letzten Mal war es noch Feriendorf, ne? So, Verkauf Aldi. So, da ist er versorgt. Dann muss am Forstbetrieb muss ja irgendwo unser Trecker angekommen sein. Da müsste eigentlich, müsste der doch. Ach so, das ist einmal unser LKW da. Den können wir einmal ausladen. Dann ist doch theoretisch, müsste da vorne unser Trecker stehen. Da steht er doch. So, ja, zack, einmal alles raus. So, Gurke 1 war mal, fahren wir jetzt zur Gurke 2. So, Gewächshäuser, Gurke 2, Leerpaletten. So, hier einer Baustelle. Nimmst du nicht hier vorne eine Spur? Geht doch. So, das. Treasure gucken. Prozent.
Häcksler kaufen. Wenn es doch trocken wird, ärgere ich mich, oder? So, wenn, dann müssten wir ja hier anfangen, ne? So, der Treasure ist zum Glück leer. Dann fahren wir ihn hier nochmal. Außenlager 4 ausladen. Den werden wir selber gleich rüberfahren. Wir werden das Ganze mit Standardhelfer machen, denke ich mal, denn ja extra einen Kurs generieren, das wird wohl nichts bringen. So, den lassen wir einfach erstmal hier stehen. Den Mondhäcksler, der müsste auch. Na gut, hier können wir schon noch. Wenn, dann brauchen wir die Abfahrer, ne? Zu nah rangefahren hier. Feldhäcksler. Ja, so passt das. 478.000, ne? Dann brauchen wir natürlich hier erstmal noch ein Schneidwerk dazu, wenn es welche gibt dort. Natürlich erstmal eins für Mais, und zwar mit 9 Metern. So, neuer Häcksler, niegelnagelneu. 600.000 hat der Spaß gekostet. So, wie kriegen wir nie und nimmer von dem bisschen Feld runter? Gut, wir brauchen in der nächsten Saison ja sowieso einen. Da wollen wir eh Mais häckseln. Jetzt gucke ich mal, kann ich hier abkürzen? Ja, hä?
Und den können wir eigentlich hier hinschicken zu Feld 34, dass er selber hinfährt. Da müssen wir nicht fahren. Denn wir könnten uns dann schon mindestens, ich denke mal, bei Abfahrt zusammensuchen. Zwei, weiß ich, stehen oben am Hof. So, einmal gucken wir, der Plan aufgeht, ob der Häcksel gut reingeht. Es geht rein. So, und da wird das ja einmal ein Drescher-Abfahrer. 34. Und das Ganze in den Hof, ins Roh- und Futterlager. Dort muss es rein. So, ein Drescherabfahrer. 34. Stroh- und Futterlager. So, unser John Deere, wo guckt der rum? Der müsste doch verkehrt. Er kommt, ist auf dem Rückweg, so wie es aussieht. So, Feld 34 und als nächstes fährt er ins Stroh- und Futterlager, nicht mehr ins Außenlager. Wow, was hat denn er gemacht jetzt hier? Dann keine Kamera, doch jetzt geht Kamera wieder hier. So, aber theoretisch müssten wir ja hier den Kurs von 34 nehmen können. Oder wie breit ist denn das Maisschneidwerk? Ne, das ist ja 12 Meter. Wir nehmen ja ein Capello mit 12 Metern, okay. Aber das macht nichts. Wir haben ja hier schon gerade Linie gefahren. Da stellen wir einfach einen Standardhelfer ein. Das geht genauso. Also bilde ich mir ein, dass wenn dort der Autotreibfahrer angekommen ist, dass der herkommt zu uns. Ja, funktioniert, kommt. Also es geht ja auch beim Standardhelfer. Jedenfalls Drescher abtanken geht mit Standardhelfer. Ich hoffe, dass das mit Häckseln auch geht. Dort kommen die anderen Abfahrer. Genau, das passt. Da denke ich mal, kommt das Häcksel gut in Futterlager. Das können wir dann in aller Ruhe dann in die BGA fahren. Wenn jetzt dort die Kurse einzurichten, glaube ich, dann schaffen wir es auch nicht mehr mit Häckseln. So, jetzt gucken wir mal, ob hier am Feld 20, ob der tanken war. 21 meine ich, der war nicht tanken. Der war nicht tanken.
Wo ist denn jetzt der nächste Tanker? Oben ist noch eine. Das ist eine von uns oder ist das eine freie Tankstelle, hätte ich beinahe gesagt. Wenn es natürlich eine ist, die wir befüllen müssten, sieht es schlecht aus, dann fahren wir in die falsche Richtung. Na, ich sehe noch keine Zapfsäule. Aber hier ist doch eindeutig Tankstellensymbol, oder? Doch, das ist eine Säule. Hoffentlich nicht eine befüllbare. Wir kriegen Sprit, okay. Müssen wir zwar kaufen, aber ja. Werden wir jetzt zum Hof fahren. Denke ich mal, ist das so rum die bessere Lösung. Da kann er hier wieder zurück zu 21 fahren. Den brauchen wir eigentlich nicht weiterfahren, denn irgendwo steht doch noch unser LKW rum, ne? Nee, Quatsch, aber zu Aldi gefahren. Aldi war... Nee, Aldi war hier unten. So, er kann dann in die Molkerei fahren. Weil da hat man ja gesagt, wollen wir auch noch was wegholen. Molkerei. Und zwar dorthin. Und nebenan müsste er bei den Gewächshäusern unser Trecker stehen zum Abladen. Der fährt zurück zum Forstbetrieb. Nehmen wir wieder Leerpaletten am besten. Oh, wir sind schon wieder einiges über die Zeit hier. Ja, dann werden wir wohl morgen weitermachen müssen. So, wie läuft das jetzt hier mit den Häckseln? Haben sie schon verkeilt oder geht's noch? Der Häcksler ist gewendet und jetzt wendet der Trecker. Na gut, die werden das hier schon hinkriegen. Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann geht's wie gesagt morgen. Am Mittwoch geht's dann hier 13 Uhr weiter. Bis dahin und tschüss.